hier haben wir R1, das bedeutet, wir haben hier R2, R1, R2, also haben wir R3. Also R1 ist zwar kleiner als R2, ja, kommt so. Er ist noch nicht fertig. Da! Dank dieser Berechnung haben wir rausgefunden, Alina, warum der Mittelfinger größer ist als alle anderen. Oh, er ist fertig. Ich bereue, dass ich ihn überhaupt gefragt habe. Ey, Pascha, warum ist dann der Daumen kleiner als alle anderen? Nein, tu das nicht, bitte. Er wird doch gleich weitermachen. Gute Frage, Bruno. Heute werden wir das jetzt rausfinden. Nehmen wir an, der Daumen, der ist es all. So, und alle anderen Finger sind zum Beispiel Buchstaben R. Dann haben wir A hier. Welche Buchstaben gibt's noch? B. Bruno, was hast du gemacht? So, und es ergibt sich. Habt ihr das auch gehört, Leute? Ich glaube, das ist eine Sirene. Was ist hier los? Ich weiß nicht. Warum passiert das? Was zum Teufel? Pascha, kannst du das erklären? Lass uns das jetzt versuchen. Hallo? Anscheinend war der Ton irgendwo. Hör mal nicht. Wir müssen das jetzt herausfinden. Sofort. So, Leute, seid bereit. Ich gehe in den Westflügel und ihr in den Ostflügel. Lasst uns das Studio untersuchen. Okay. Pasch, du weißt so viel über Hände, Mann. Ja klar, ich lese sehr gerne über die menschlichen Körper. Sowohl über Hände als auch über Füße. Hör mal, eine Frage. Diese Linien auf der Hand, ey, wofür sind sie denn überhaupt? Oh, das ist eine alte Wissenschaft. Sie heißt Chiromantie. Anhand dieser Linien kann man ein Schicksal rausfinden. Na zum Beispiel, wie erfolgreich du wirst. Und das ist die Lebenslinie. Sie ist sehr lang bei dir. Das bedeutet, dein Leben wird lang sein. Und das hier ist die Erfolgslinie. Und das habe ich noch nicht hier zu Ende gelesen. Das sind ja Seite 10. Ich bin auf Seite 9 gekommen. Ey, sag mal, und kann man anhand der Hand erkennen, wie viele Likes dieses Video bekommt? Natürlich kann man das sagen. Ich werde sie jetzt herausfinden. So. Okay, Bruno. Sehr kurze Linie. Ja, Mann. Es wird nicht so viele Likes für dieses Video geben. Hör mal, ich werde keine Likes bekommen. Na so. So wird's sein. Ich weiß. Bist du sicher, dass diese Information hier... Ja, das ist so Schicksal, Bruno. Niemand kann leider hier gar nicht ändern, Mann. Wie kann das sein? Leute, das ist so unmöglich. Ich glaube, Pascha, dass unter diesem Video keine Likes sein werden. Ich bin mir sicher, dass wir unser Schicksal beeinflussen. Egal, was passiert. Jeder von uns kann etwas tun, um das Leben zum Besseren zu verändern. Und jetzt ist genau dieser Moment, wo wir unser Schicksal verändern können. Und lasst uns jetzt unter diesem Video eine riesige Menge Likes sammeln, um Pascha zu zeigen, dass wir unser Leben kontrollieren können. Also ich weiß nicht. Im Buch steht, dass jeder ein Schicksal hat und wir keinen Einfluss haben. Also Leute, lasst uns alle hier zusammen auf diese Animation draufklicken und dann wird es unter diesem Video eine jede Menge Likes geben und dann können wir unser Schicksal zum Besseren ändern. Pascha, na, schau mal unter dem Video nach. Wie viele Likes sind dort schon? Genau, viele Likes. Bedeutet das, dass wir unser Schicksal selbst bestimmen können? Na klar, ja, Mann. Deshalb muss man diesen ganz Vorhersagen nicht glauben und unser Leben selbst in die Hand nehmen. Was ist das? Oh, ey, Pascha, ey, schau mal. Pascha, da draußen ist doch Siren Head. Deshalb gab es das Erdbeben, Mann. Und dieser Sound, das ist genau von ihm. Pascha, da kommt noch ein zweiter Siren Head. Ich dachte, es gibt nur einen Siren Head. Ey, warte mal, Pascha, da stimmt etwas nicht. Nein. Oh, wow. Sie kämpfen, oder was? Ey, Pascha, da draußen gibt es ein Duell zwischen zwei echten Siren Heads. Pascha. Pascha, wo bist du, Mann? Ey, Pascha, was machst du? Ey, warum versteckst du dich unter dem Tisch? Leise, leise! Mich darf niemand sehen! Siehst du, wie toll ich mich versteckt hab? Hey, du darfst das nicht verpassen! Ja, ich bin auch mutig! Siehst du, wie mutig ich bin? Ich hab mich nicht versteckt! Ich hab das mutig gemacht! Ja, ich hab das! Nee, du hast dich zwar natürlich hellnackt unter dem Tisch versteckt, aber jetzt haben wir wichtige Dinge zu tun. Du musst Zeuge dessen sein! Jetzt kämpfen hinter mir zwei Siren Heads, ey! Ja. Bruno, da ist doch niemand! Hey, Moment mal, wie niemand? Gerade eben waren dort zwei Siren Heads. Sie sind aufeinander zugegangen und es gab dort ein echtes Duell zwischen. Sie waren auch noch riesig, ey, Mann! Was machst du mit mir? Ist das so ein Streich oder was? Gut, guter Prank! Hey, Leute, ich bin doch nicht verrückt geworden, oder? Wenn ihr das auch gesehen habt, dass dort Siren Heads sind, dann schreibt jetzt bitte einen Kommentar, dass ihr auch die Siren Heads gesehen habt. Bruno! Jetzt kann ich sie auch sehen! Da sind die! Fertig!
Und jetzt wird jeder Gast verstehen, dass er hier willkommen ist. Und jeder Gast wird Spaß haben. Wieder dieser Stoß. Und wisst ihr was? Unsere Tür war kaputt, deshalb ist sie... Sie ist zu. Ich bin eingeschlossen. Was soll ich tun? Hey, Leute, hört ihr mich? Was soll ich jetzt machen? Oh nein. Das war keine Umarmung. Ich glaube, die sind überhaupt nicht befreundet. Also, wir brauchen einen Plan, Bruno. Wir müssen uns beruhigen. Beruhigen. Bruno, nicht nervös werden. Wir müssen einen Plan uns ausdenken, wie wir den Siren Head besiegen können. Ja, wie hast du das letzte Mal irgendwie gemacht? Ja, wir müssen einen alten Plan nehmen und ihn verdoppeln. Ja, das ist doch Mathe. Wenn es zwei von ihnen gibt, dann machen wir mal einen Teil. Das letzte Mal habe ich dich Siren Head besiegt. Ja, das weiß ich noch nicht. Das Problem. Wir dürfen nicht zeigen, dass wir hier sind. Sie sind dort draußen und wenn sie uns bewerten, dann sind wir leer. Ja, lass uns Alina Bescheid sagen. Vielleicht fällt ihr etwas ein. Also, ich glaube, Alina ist hier. Alina! Alina! Ich bin hier! Alina, mach die Tür auf! Ich kann nicht! Wegen des Erdbebens ist die Tür kaputt gegangen und abgeschlossen! Verdammt! Hör zu, Alina! Wir haben nicht so gute Nachricht für dich! Da draußen kämpfen zwei Siren Heads! Ja, geh bitte nach draußen! Zwei Siren Heads? Ist das wahr? Lass mich das sehen! Das sind ja wirklich zwei Siren Heads, die kämpfen. Krass. Da brauche ich aber Popcorn. Wow. Da müssen wir uns aber anschnallen. Oh, und was, kommen die jetzt etwa hierher? Das ist nicht gut. Nein, nein, nein. Wenn ihr kämpft, dann kämpft bitte weit weg vom Studio. Wenn sie hierher kommen, dann war's das. Dann ist Schluss. Wir müssen uns schnell was überlegen, Leute. Leute, stellt euch vor, da draußen kämpfen zwei Siren Heads. Schaut aus dem Fenster. Okay. Pasche, was machst du? Wir haben das schon gesehen. Ja, das haben wir doch schon gesehen, haben wir gesagt. Leute, schlechte Nachricht. Sie kommen zu uns. Und wenn sie kommen, werden sie das ganze Studio zerstören. Und deshalb hast du hier ein Willkommen-Plakat hier aufgehängt, oder was? Ja, was hast du denn gedacht, Alina? Ich wusste doch nicht, dass die Siren Heads kommen würden. Und überhaupt, lasst uns aufhören zu quatschen und uns einen Plan überlegen, wisst ihr? Also, okay, ich habe eine Idee. Lass mich jetzt schnell einen Plan machen, wie wir die Siren Heads loswerden sollen, damit sie weit weg von unserem Studio weggehen. Und du, Alina und Pasche, überlegt euch, wie wir diese Tür öffnen und Alina befreien können. Okay, bis später. Aber wie sollen wir das jetzt hinbekommen? Vielleicht rüttelst du sie ein bisschen, ich weiß nicht. Aber wie denn? Naja, ich hab's versucht zu rütteln. Ja, klappt aber irgendwie nicht. Paschka, was ist denn da runtergefallen? Das ist der Schlüssel für alle Türen. Mein Papa hat ihn mir gegeben. Dann mach doch auf. Was soll ich aufmachen? Die Tür. Ja, genau. Der Schlüssel für alle Türen. Welche Tür soll ich öffnen? Gibt viele. Hast du etwa Witze? Meine Tür. Aber welche von denen ist deine? Hier sind noch sehr viele. Willkommen. Dankeschön. Pascha, mach diese Tür auf. Die hier, bitte. Diese. Mit Willkommen. Ja, herzlich willkommen. Okay, mache ich gleich auf. Ja, ich habe das nicht gleich verstanden. Sag etwas deutlicher. Das reicht. Diese Tür sollte ich öffnen? Ja, diese. Oder vielleicht irgendeine andere. Hey, Pascha. Okay. Ja, ich war etwas langsam. Pascha, danke, dass du mich gerettet hast. Zwar nicht sofort. Jetzt müssen wir aber herausfinden, wie wir diese Siren Heads von unserem Gebäude fernhalten können. Aber Bruno arbeitet doch an einem Plan. Ja, er arbeitet daran, aber ein Plan B schadet nie. Was für Optionen gibt es denn? Ja, vielleicht mögen Siren Heads ja etwas Bestimmtes nicht. Übrigens, ich weiß, dass Siren Heads vor allem Ultraschall hassen. Also solche, weißt du, unangenehme Geräusche. Dann habe ich eine tolle Idee. Karaoke Battle. Battle. Was? Ich meinte Karaoke Battle. Battle. Da wir nicht gut singen können, werden wir einfach hören, wie die singen und sie erschrecken. Also, wir sollen schlecht singen? Dann starten wir das Karaoke Battle. Also Leute, ich glaube, ich weiß, was wir jetzt tun müssen. Ich habe eine Idee, die auf jeden Fall funktionieren wird. Schaut mal, das hier ist schwarzer Kaviar. Etwas, das nur an den wichtigsten Feiertagen ist, weil es sehr teuer ist. Und ich bin mir sicher, dass die Siren Heads verrückt danach werden, weil ihre Seelen genauso schwarz sind wie dieser Kaviar in meiner Hand. Sie werden es unbedingt essen wollen, um sich dann mit neuer Energie zu erfüllen. Und ich werde versuchen, näher an sie heranzukommen, ihnen auf sie draufwerfen. Sie werden es essen und einfach weggehen, weil es nichts mehr zu tun gibt. Sie werden doch schon satt sein, oder? Es wird einfach nur so lecker sein.
Naja, sie war einfach unglaublich lecker. Und was soll ich jetzt so tun, ey? Egal, ich hätte nicht gedacht, dass es so weit kommen wird. Aber ich muss doch meine Geheimwaffe einsetzen. Ah, hier ist sie. Siren Head! Siren Head! Lass mal sehen, wir haben ja nicht umsonst gesungen. Okay, hier ist jemand drin. Super. Okay, Leute, das ist mein geheimes Zimmer, in dem ich meine Geheimnisse aufbewahre. Und übrigens, diese Lego-Wand ist eigentlich keine normale Wand, denn ich kann sie mit dieser Fernbedienung öffnen. Schau zu, Leute. Wow. Das ist genau, was ich brauche. Ich habe wirklich nicht gedacht, dass ich das jemals brauchen würde. Aber ehrlich gesagt freue ich mich sogar, dass ich es so denke. Schaut mal, in diesem Hühnerkopf war meine Monsterschrumpfkanone, ey. Bigger, bigger, hier steht der Bigger, das ist groß auf Englisch. Sie ist gegen große Monster, um sie in kleine Käfer zu verwandeln, die wir dann ganz leicht besiegen können. Aber wir müssen nur sie mit diesem Schrumpfmittel aufladen. Wir stecken unsere Kapsel hier hinein. Fertig, unsere Schrumpfkanone ist schon bereit. Lina, ich glaube, es hat nicht funktioniert. Oh mein Gott. Ich glaube, wir haben sie noch verärgert. Hat Ihnen unser Lied nicht gefallen, oder? Also ja, anscheinend sind die keine Fans von unserem Singen. Ja, also Leute, ich bin bereit für die wichtigste Mission meines Lebens. Ich muss nur nah genug an die Sirens Heads herankommen, damit mein Laser sie erreicht kann. Wow. Oh. Ich glaube, sie sind ganz nah dran. Leute, ich sehe sie. Sie sind direkt hier neben dem Gebäude. Hey, verdammt, Mann. Hey, sie sind einfach nur riesig. Na gut, ich werde sie jetzt mit dieser Kanone verkleinern und sie auf Ameisengröße bringen und dann ganz einfach zerquetschen. Um sie ein für alle Mal zu besiegen, Leute. Okay. Los geht's! Hey, Siren Head, schaut mal, was ich hier habe! Wow! Ja, komm, es funktioniert! Ey, Leute, es funktioniert! Sie werden kleiner! Ey, verdammt! Hey, komm, arbeite, Mann, ey! Oh, der Generator ist weggeflogen! Hey, komm schon! Hey, verdammt! Hey, komm, funktioniert, Mann! Oh nein! Die Kanone funktioniert nicht mehr. Und die Siren Heads sind jetzt so groß wie ich. Wow! Was? Ist das Bruno? Was ist passiert? Wo sind diese Siren Heads? Da sind sie, schau. Die sind irgendwie geschrumpft. Das! Ich dachte, es wäre ein Dreck oder so. Das sind die. Die sehen aus wie normale Menschen. Nein. Wir sind doch irgendwie größer, glaube ich. Ja, weil du jetzt von oben auf sie herabschaust. Ach so. Okay. Ja, das ist seltsam. Wie hast du das gemacht? Keine Ahnung. Wir müssen schnell die anderen bauen. Oh, verdammt. Die Siren Heads sind schon hier drin. Hey, Leute. Wir haben hier ein kleines Problem. Die Siren Heads sind schon hier drin. Hey, Mann, sie sind direkt vor der Tür. Und wo sind Alina und Pasch? Ich brauche ihre Hilfe. Nein. Bruno! Du hast sie so cool verkleinert! Ja, das war stark, wirklich! Das war cool! Wie hast du das gemacht? Was? Genau, von der Tür weggeflogen, meinte das? Ja, das kann ich mir ungefähr vorstellen, wie du das gemacht hast. Aber wie hast du die verkleinert? Es hat einfach irgendwie geklappt. Leute, bitte erwähnt nicht meine Kanone, okay? Welche Kanone? Das ist richtig. Leute, das größte Problem ist, dass sie schon hier in unserem Studio sind! Da sind sie! Leute, schnell hinter das Sofa, kommt, versteckt euch, kommt! Ich werde jetzt etwas Musik spielen. Ich drehe den Track auf volle Lautstärke. Was ist los? Wo sind die Siren jetzt hin? Ich weiß nicht. Sie waren doch gerade noch hier. Wo könnten sie nur verschwunden sein? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht sind sie gegangen. Sie sind hier.
besser. Ey Mann, die sind cool. Vielleicht sollen wir mit ihnen mittanzen. Na gut, ja, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was das soll, aber das ist besser, als zu ihnen wegzurennen. Oh, haben die sich versöhnt? Sie haben wohl gemerkt, dass Streit nichts bringt und versuchen jetzt ihren Streit irgendwie durch Tanzen zu klären oder so. Ja, glaube ich. Ich habe eine Idee. Lass uns ihnen einfach helfen, ihren Streit zu lösen. Lass uns ein echtes Tanzbattle veranstalten. Ja, genau. Los geht's. Alina, ja, du hast das Zeug gemacht hier mit diesen beiden Siren Heads. Die sind irgendwie zufrieden. Einer ist einfach zufrieden, weil er gewonnen hat. Und der andere, also ja, er hat immerhin Trostpreis. Ein seltsamer Tag heute, aber im Großen und Ganzen hatte ich eine Menge Spaß. Ja! Ah, kommt schon, ciao, Siren Heads. Ja, bis dann. Und kommt nicht mehr bitte zu uns, okay? Also, bis dann. Ich denke, ihr wisst, was zu tun ist. Was? Ihr müsst auf dieses Videochen draufklicken. Warum? Um Spaß zu haben, drückt einfach hier drauf, Leute. Wie oft? Einmal reicht, um auf dieses Videochen draufzuklicken. Und die nächsten 20 Minuten werden einfach nur der Hammer sein. Yeah! Ja! Ciao!